Hallo und herzlich willkommen hier bei Tendo TV. Mein Name ist Mario und ich präsentiere euch heute, für mich völlig überraschend, die 7. Folge M wie Mario. Wie komme ich dazu? Ich liebe Lego. Als Junge, als Kind hatte ich so ziemlich alles, was es damals zu haben gab. Ich hatte eine riesige Stadt mit Feuerwehr, Polizei, Flughafen, Formel 1, Boxengasse und allem Pipapo, unendlich viele Fahrzeuge und Steine, die ich irgendwann mal, als meine Eltern ihren Partykeller aufgegeben haben und wir da eine Tischtennisplatte reingestellt haben, auf dieser Tischtennisplatte ausgebreitet habe und wirklich nur damit gespielt habe. Ich liebte die Kreativität, nicht nur das Aufbauen, sondern auch das damit Spielen, in andere Welten abtauchen, bis dann irgendwann eine befreundete Familie von meinen Eltern da waren, die einen Sohn dabei hatten, der meinte, auf dieser Tischtennisplatte rumklettern zu müssen, und schwupps, alles brach zusammen und ich hatte einen großen Haufen Legostein-Chaos. Und dieses Chaos habe ich nie mehr beseitigt, da habe ich die Lust verloren. Und tatsächlich habe ich die Legosteine von damals immer noch hier, jetzt bei uns in Siegburg im Haus im Keller stehen, in 4 riesengroßen Kisten, in der Hoffnung, dass meine Kinder irgendwann damit spielen. Aber nicht in der Hoffnung, das alles jemals wieder so hinzukriegen. Vor allem, weil wahrscheinlich auch die ganzen Bauanleitungen nicht mehr so richtig da sind. Aber das ist ein anderes Thema. Wieso erzähle ich euch von Lego in MV Mario? Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Gestern, ganz überraschend, hat Lego und Nintendo eine Kooperation, haben die beiden Unternehmen eine Kooperation bekannt gegeben. Allerdings noch gar nicht so viel dazu verraten. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich steig mal ein und gebe euch einen kleinen Teaser. Ja, Fragezeichen. Lego Super Mario. Aber was soll das bedeuten? Tja, die beiden Unternehmen, Nintendo und Lego, haben heute eine Kooperation miteinander bekannt gegeben, die nicht ein Videospiel ist, denn Lego-Videospiele gibt es ja schon ganz viele, sondern die Nintendo in Lego in die echte Welt bringt. Neben diesem kurzen Teaser gibt es noch ein paar Bilder, die blende ich euch hier schon ein, und auch noch einen etwas längeren Trailer, falls ihr es noch nicht gesehen habt, den zeige ich aber gleich. Und da erkennt man verschiedene Super Mario Figuren, unter anderem den Super Mario, den wir gerade gesehen haben, mit diesem Display hier auf der Brust, was Interaktion ermöglichen soll. Dazu gibt es dann verschiedene Sets, wie zum Beispiel eine Zielfahne, eine Warpröhre und ganz viele andere Sachen, die man dann separat, in welchen Teilen auch immer, das haben sie noch nicht gesagt, kaufen kann, um dann ein Super Mario Level in Lego aufzubauen und mit diesem interaktiven Super Mario, so ein bisschen Amiibo-mäßig, wahrscheinlich mit NFC, durch dieses Level zu laufen. Man sieht dann auch einen Timer auf seiner Brust, 60 Sekunden zeigt die im Trailer, und sieht halt, wie man dann zum Beispiel auf einen Koopa draufspringt oder auf einen Goomba draufspringt, in eine Warpröhre rein, dann gibt es die entsprechenden Geräusche aus der Super Mario Welt, es gibt Interaktionen, man spielt also, und Super Mario wird, ähnlich wie das bei Labo mit den Pappfiguren quasi, wirklich realistisch, aber halt komplett ohne ein Videospiel, sondern nur in der Welt von Lego, also mit Kreativität, mit Zusammenbauen. Und jetzt lasse ich mal den Trailer laufen nebenher, mit Zusammenbauen, mit Kreativität. Man sieht, wie man Shy Guy zusammenbaut, hier der Super Mario in der Warpröhre, dann läuft die Zeit los und hier sieht man halt die ganze Welt, in der sie spielen, hüpfen, Münzen einsammeln, all das, was Super Mario ausmacht. Aber eben mal nicht das Videospiel, und ich muss sagen, ich liebe es. Ich bin total begeistert. Wie gesagt, ich liebe Lego. Ich finde die Idee grandios, auch wenn der Lego Mario ein bisschen komisch aussieht. Ich bin gespannt, ob er auch so gut machen kann. Also es sieht schon ein bisschen crazy aus. Aber das macht sie auch aus. Es ist liebevoll. Man erkennt Lego, aber man erkennt auch Nintendo. Und es ist eine kreative neue Idee, mit Lego zu spielen. Und für mich jetzt etwas, glaube ich, ich freue mich total drauf, wenn meine Kinder dann irgendwann mal mit Lego anfangen zu spielen. Meine Tochter macht das zwar schon ein bisschen, mein Kleiner, der jetzt 2,5 ist, ist aber noch ein bisschen klein dafür und ist dann eher der Zerstörer. Wer The Lego Movie gesehen hat, der weiß, wie das läuft am Ende, wenn dann auch die Playmobil-Figuren mit den Lego-Figuren spielen. Das ist noch ein bisschen chaotisch und eigentlich alles, was wir haben, endet am Ende in einem großen Haufen Chaos. Deshalb freue ich mich, wenn die ein bisschen älter sind, und das könnte genau das Richtige sein, gerade mit meinen beiden großen Videospielverrückten, die wirklich jetzt sogar bei Ring Fit mitmachen, die ständig New Super Mario Bros. Auf der Switch spielen wollen, die Mario Kart spielen wollen, ist es genau das Richtige, und ich freue mich riesig drauf. Ich finde das eine total geniale Idee, die kein Videospiel ist, und deshalb halt nicht so dieses
ja, wo Eltern immer so ein bisschen darauf achten, dass die Kinder halt nicht den ganzen Tag vor der Konsole hocken, sondern auch mal rauskommen, mal ein bisschen was anderes machen. Und das ist, finde ich, eine super Möglichkeit, die eigene Kreativität einzusetzen, was zu bauen, Fingerfertigkeit zu trainieren, aber trotzdem diese Super Mario-Welt zu haben. Von daher für Familien, für Kinder und auch für Leute wie mich, die Lego einfach lieben, genau das Richtige. Und das einzige Negative, was ich jetzt heute in dieser Folge sage, ist, ja, sie haben nur gesagt 2020. Es gibt null Details über wann, über wie viel, über wie teuer, welche Sets es alles geben wird. Ich meine, dass das Universum, man kennt ja Lego, immer weiter erweitert wird und irgendwann unendlich groß sein wird. Man nimmt nur Lego, Star Wars, Ninjago, was es da alles gibt. Die Welt wird, glaube ich, gigantisch. Ich kann es kaum abwarten, wenn es endlich anfängt. Ich finde es eine geniale Idee. Es sieht toll aus. Ich wiederhole mich. Es hat alles, was ich eigentlich mir von Lego wünsche, zusammen mit meinen Lieblingscharakteren aus dem Nintendo-Universum. Ja, ich will es haben. Und genau das wollte ich mit euch teilen, mal ganz frisch, weil das Video, die Pressemitteilung, die heute die beiden Unternehmen rausgegeben haben, sehr überraschend kam. Und ich jetzt Zeit hatte, ein Video zu machen, habe gedacht, MV Mario wollte ich eh mal wieder machen und mit euch darüber reden. Und vor allem freue ich mich auf eure Meinung. Freut ihr euch genauso? Habt ihr früher genauso Lego gespielt? Was waren eure Lieblingssets? Vielleicht auch, was erwartet ihr eigentlich davon? Ein bisschen Interaktion sieht man im Video ja schon. Was könnt ihr euch alles vorstellen? Und glaubt ihr, dass es auch langfristig Spaß macht, damit zu interagieren und eben zu bauen? Ja, eure Kommentare interessieren mich ganz besonders. Meine Meinung habe ich jetzt ausreichend umfangreich kundgetan. Ich freue mich riesig drauf. Es kann gar nicht schnell genug kommen. Und ich hoffe, dass die beiden Unternehmen schnell konkreter werden und etwas mehr verraten. Und dann freue ich mich schon, in den Lego-Laden zu laufen und es zu kaufen und anzufangen. Das genug von mir. Jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mario.